Hallo meine liebe Community und herzlich willkommen zum Quartalsbericht 3 2014. Dieses Mal habe ich ein bisschen mehr für euch als beim letzten Mal. Da war ja faktisch gar nichts. Eigentlich war es gar nichts. Aber diesmal habe ich ein bisschen mehr gemacht und das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Da hätten wir zunächst einmal den russischen T-34-85, den ich in zwei PSTOT-Folgen mit euch gemeinsam gebaut habe. Diese Winterblätter-Tarneffekt-Farbe drauf gemacht habe und natürlich den Schnee auf das Fahrwerk aufgetragen habe. Dann hätten wir noch den guten T-34-85 von Revell, den ich auf dieselbe Weise altern ließ und mit Schnee und allem versehen habe, von den Stalingrad Battle Pack. Beide Panzer sind jetzt fertig, es fehlt nur noch die Bodenplatte und die Infanterie. Dann natürlich noch das Fehlversuchsmodell, die Horten Go, die leider nicht so schön geworden ist, wie ich es gerne hätte, deswegen schnell aus dem Bild damit. Aus dem Neuzeit-Set habe ich den Fennec fertig, den werde ich euch auch nochmal in einem separaten Video genauer zeigen. Mit meinen Streaking- und Rust-Streak-Effekten habe ich dann auch schon mal ein bisschen rumprobiert und da ist dieses Testmodell entstanden. Schaut es euch mal an, ich hoffe, man kann das jetzt gut sehen. Also ich finde, es sieht eigentlich ganz okay aus, die Sache. Das Testmodell vom Jagdpanther hat mir ganz gut gefallen. Der neue gute von Revell ist auch bereits im Bau. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis ich den fertig kriege. Des Weiteren befindet sich noch ein Puma im Bau, der grundsätzlich fertig ist, aber noch detailliert werden muss. Dann natürlich noch das Werkzeugaufbewahrungssystem oder kurz der Organizer. Ein sehr schönes Teil, ist sehr gut geworden, sehr praktisch. Ich bin damit hochzufrieden und kann wirklich nur jedem weiterempfehlen, sich so ein Ding auch mal zuzulegen. Und natürlich das aktuell wichtigste Projekt, das Group-Bild. Darüber mehr nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Kennen Sie das? Sie haben in mühevoller Handarbeit, in stundenlanger Arbeit Ihre Modelle aufwendig und hübsch gestaltet, um sie dann doch nur in der Vitrine verstauben zu lassen. Das muss doch nicht sein. Es gibt doch Behind Omaha, ein Tabletop-Strategiespiel im Maßstab 1 zu 72. Bei diesem Spiel werden eure Modelle zur Spielfigur. Ihr stellt aus euren Modellen eine Armee zusammen und zieht gegen einen Gegner in die Schlacht, der ebenfalls seine Modelle dafür benutzen kann. Ihr könnt eure Armeen jederzeit vergrößern, neue Fraktionen hinzunehmen, prinzipiell könnt ihr machen, was ihr wollt, ihr müsst euch nur an die Regeln halten. Und das Beste an Behind Omaha, das Spiel ist völlig kostenlos, ihr könnt euch das Regelwerk hier gratis runterladen. Zudem gibt es eine sehr große Community und auch ein sehr interessantes Forum, das viele Tipps und Tricks für das Spiel und auch für den Modellbau allgemein beinhaltet. Ich bin natürlich schon angemeldet und freue mich, wenn ich euch auch dort begrüßen könnte. Die Division Hamburg hat ein schönes Video dazu. Schaut es euch doch einfach mal unter diesem Link an. Sieht auf jeden Fall richtig spaßig aus, dieses Behind Omaha. Ich würde es gern machen, ich habe nur noch keinen Gegner gefunden. Aber zurück zum Group-Build-Modell. Da bin ich schon fast fertig mit meiner U. Der Rohbau ist fertig, ich habe sie geairbrushed. Wundert euch nicht, dass ihr jetzt nicht so viel seht, sondern nur einen Schatten. Mehr kriegt ihr noch nicht zu sehen, das ist noch ein bisschen geheim. Aber hier, oh, was ist denn das? Das sieht doch sehr interessant aus. Also das ist fast fertig, das Flugzeug. Das muss noch detailliert werden ein bisschen. Und dann denke ich, werde ich sogar schaffen, noch mit dem zweiten Flugzeug anzufangen, das ich auch noch gerne dazu machen würde. Ich habe ja mal gesagt, ich würde das gerne in einem kleinen Diorama darstellen. Und bis jetzt sieht es ganz gut aus. Na komm, eine Ecke zeige ich euch. Das sieht aber interessant aus. Heieieiei. So, das reicht. Mehr gibt es nicht zu sehen. Als ich meine U88 geairbrushed habe, habe ich die Gelegenheit direkt gepackt und mal meine U52 weitergebaut, die Tante U. Die war ja, glaube ich, im zweiten Quartalsbericht, habe ich sie ja schon so gezeigt, nur ohne Farbe. Und viel mehr habe ich jetzt auch nicht mehr gemacht. Also ich habe sie jetzt oben grün lackiert und unten in diesem hellen Blau-Grau. Soweit ist es schon mal. Und mal gucken. Wie gesagt, die Group-Build-Modelle haben jetzt Vorrang noch, dass die fertig werden. Die Kiste werde ich aber versuchen, auch noch dieses Jahr zu schaffen. Aber mal sehen, was ich hinkrieg. Dann natürlich noch eine Ankündigung. Es ist soweit, Leute. Meine Zeit ist abgelaufen. Diese Semesterferien sind um. Und ab Montag, also quasi ab morgen, geht mein Studium weiter. Das heißt, der Modellbau liegt jetzt erstmal auf Eis. Ich habe aber tatsächlich geschafft, ein paar kleine Videos im Vorfeld zu produzieren, die ich dann jedes Wochenende jetzt noch veröffentliche, bis ich sie aufgebraucht habe. Sind keine großen Sachen dabei, ist eine PSTOT-Folge, auf die ihr euch freuen könnt und ein paar Modellreviews, unter anderem auch von dem Fennec und andere kleine Sachen. Wenn die aufgebraucht sind, dann ist fertig. Dann seid ihr quasi wieder gefordert. Ich bin jetzt erstmal wieder, wahrscheinlich bis Weihnachten weg.
Ich werde Kommentare auch wieder nur sporadisch beantworten können, mit großer Verzögerung, sowie Fragen und ähnliches. Aber ihr kennt das ja schon, es ist ja nicht das erste Mal, dass es soweit ist. Ihr seid jetzt quasi wieder gefordert, ich bin weg, der Alleinunterhalter ist vorbei und ihr seid gefordert, die Community zu versorgen. Ich würde mich freuen, insbesondere wenn noch ein paar mehr Leute dem Aufruf vom André folgen würden, ihre Bausätze für das Groupbild vorzustellen. Ein paar kurze Videos, mal wie die Rahmen aussehen, was ihr so baut, das wäre auf jeden Fall interessant. Bis jetzt sind nur ein paar draußen und ich bin mir sicher, es werden noch ein paar andere Flugzeuge gebaut. Unter anderem, wenn ich es richtig gesehen habe, hat noch keiner die Messerschmitt 109 vorgestellt. Also das ist ja ein Unding, das muss irgendeiner mal übernehmen, dass wir da zumindest einen kleinen Blick drauf werfen. Sowie alle möglichen anderen Modelle, also von den Briten bis jetzt noch gar nichts. Da müsste auch noch ein bisschen mehr kommen. Da kann ich auch schon mal sagen, ich habe da eine kleine Folge vorbereitet. Zumindest für das Spitfire. Aber es gibt da sicher noch ein paar andere Modelle. Es wäre schön, wenn ihr das übernehmen könntet. Das war auch schon der kleine Quartalsbericht 3 2014. Ich habe noch einiges zu tun, unter anderem auch fürs Groupbild. Ich hoffe, das wird noch rechtzeitig fertig. Bin mal gespannt jetzt, wie dieses Semester meine Fächer sind. Also es wird ein bisschen anspruchsvoller. Das wird auch ein bisschen mehr Zeit noch in Anspruch nehmen. Ich hoffe, ihr kriegt alle eure Sachen fertig und dass auch alle mitmachen, die sich angemeldet haben. Ich bin ja schon überrascht, dass so viele gesagt haben, ja, ich bin dabei und sagen, was sie bauen. Und ich hoffe auch, dass das Ganze realisiert wird. Und bevor ich es nochmal vergesse, vielen Dank der Plastikmodellbauer für den WOT-Code. Hat mich sehr darüber gefreut. Ich wollte das auch längst schon in einem Video erwähnt haben. Ich habe es nur teilweise immer wieder vergessen. Jetzt habe ich das aber endlich abgearbeitet. Soweit, so gut. Das war's von mir. Das heißt, ihr seid gefordert. Im Speziellen Alex, André, Zampi, Plastikkleber, Plastikmodellbauer, Stefan, Plastikmodellbauer, Panzerbauer, Rommel, Baukönig, Bastelbude, Benno, Gonzo, Flying Turtle. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Haut alle Videos raus. Ihr seid jetzt gefordert. Ich bin raus. Macht's gut. Bis dahin, euer Panzerschmied.